Moin Moin und willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Stappenbach bzw. Dorfleben 2. So, ja, wollen wir jetzt gleich mal über die Felder fahren und gucken? Ja. Gut, dann fahren wir los. Sag mal, wo entlang. Mein Handy schon mal anschalten. Mein Handy klingelt. Ja? No, hallo Herr Grünfeld, hier ist der Herr Meier. Oh, morgen, eine kleine Information, und zwar das Treffen, was heute um 14 Uhr sollte stattfinden, ist heute auf 10 Uhr verlegt worden. Ja, okay, dann würden wir gleich schon hinfahren. Ach nein, dann sind wir viel zu zeitig da. Ja, ist okay. Ja, alles klar, danke. No, wiederhören. Tschüss. Gut, dann fahren wir erstmal zu den Feldern. Weißt du, wo es lang geht, ne? Ja, ja. Musst du einmal geradeaus runter da. Auf 10 Uhr verschoben. Das ist jetzt natürlich, da haben wir ganz schön verschlafen, ey. Ja. Also gestern war es mit der Unpünktlichkeit und heute bin ich wieder unpünktlich. Ja, einfach geradeaus runter. Jo. Und fahr vorsichtig mit meinem Auto. Hör dich gegen den Zaun. Oh. Ist ganz schön schwierig, so ein Auto zu fahren. Ja, ne? Mhm. Sag mal, du hast gestern doch gesagt, du bist 14 Jahre alt. Raus da! Scheiße, er hat mich erwischt. Ich glaub's ja nicht, du hast doch nicht mal einen Führerschein. Mir fällt mir das gerade so, ich sitze hier noch im Halbschlaf und da, also. Manu, ich glaub's ich bin aber Auto nicht. Gefahren. Ich bin Auto gefahren. Ja, schwitzt du oder hast du Fieber? Schwitzt du oder hast du Fieber? Fieber. Ja, ich glaub auch. Bisschen subtropische Fieber wahrscheinlich zu sehr gehabt, da. Was ist jetzt hier mit unseren Oh. Oh ja, das können wir abernten. Hier vorne können wir einmal abernten. Ja. Und das hier hinten auch einmal abernten. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir heute in die Ernte. Jo, wer macht was? Soll ich mit einem Anhänger nebenbei fahren, oder? Das LU macht ja eigentlich was, aber... Weiß gar ach nicht, so, die gehen nicht ran an mein... ans Handy hier. Hallo, Herr Hofmeier? Hallo. Ach, endlich gehen Sie mal an Ihr Telefon. Dreimal schon angerufen. Also, wirklich. Ich habe ja, doch den Auftrag an Sie abgegeben. Kommen Sie mit dem Drescher ran, wir fahren heute ernten. Jep, ich bin gleich da. Ich sag Ihnen kurz die Feldernummer. Sind, Feld 13. Ja. Yeah. Feld 35 sollte es auch sein. Ja. Yeah. Und dann fangen wir das mal an. Und dann sage ich Ihnen weitere Nummern. Zügig, zügig. Okay. Ich will die Felder heute doch alle runter haben. 10, ja, Uhr ist es, 10 Uhr ist das Treffen mit dem Bürgermeister. Also bitte, zack, dann will ich pünktlich da sein. Ich bin unterwegs. Ja. So. Und was dich angeht, Horst, ich werde dich jetzt zum Hof fahren. Du wirst dir den Fendt nehmen und wirst heute abtanken fahren. Okay. Ja, ich schnapp mir... Wo ist denn die Abtankstelle? Fahren wir direkt verkaufen. Nee, fahren wir zu den Schweinen erstmal. Laden zum wir bei Schwein? Den Schweinen. Ja, fahren wir bei den Schweinen abladen und dann ist gut. Was abladen? Ungefähr so. Das Getreide! Ach so, ja. Bestimmt nicht Desinfektionsmittel. So. Mein Gott, du bist Praktikant zwar, aber du wirst da. Ach nee, ich kann dich ja wieder nicht mit dem Traktor losschicken. Ja. Hast du keinen Führerschein? Ja. Bist du nur Praktikant? Oh Mann. Ja gut, dann wirst du wohl am Hof stehen bleiben müssen. Ich denke aber nicht dran. Eigentlich habe ich mit einem Azubi gerechnet, aber naja. Man kann ja nicht alles kriegen. Ja, haben sie auch recht. So. Schaffe ich mir hier den her. Kann ich denn wenigstens mitfahren? Nein.
Einmal bitte festmachen. Jo, nicht gemacht. Hängt alles? Jo, hängt alles. Und was machst du jetzt in der Zeit? Mit dem Hund spielen. Oh Mann, ja gut, mach das. Ich dachte, du kommst jetzt zum Feld gelaufen, guckst das Fenster an, was wir machen. Ja, okay, ich kann auch kommen. Ich komm dann mal, ne? Ja. Mann, gibt's noch nicht mal das richtige Bürgersteigwege hier. So, dann hoffe ich mal, dass die GoPro da oben nicht abkackt. Die hier immer wieder mal schöne Bilder einfängt. Ja. Wir haben in 10 Minuten schon 10 Uhr, wir wollen ja auch pünktlich sein, ne? Ja, dann müssen wir los, das, ja, stimmt dann wohl. Pass auf, dann, muss ich mir hochfahren. Dann rufe ich kurz das LU an. Oder, ja gut, ich rufe kurz an, da. Mach du, ich hab die Nummer noch nicht. Ja, gut. Herr Hofmeier. Ja? Die Ernte muss leider, erstmal gestoppt werden. In 7 Minuten ist auch das Gespräch mit dem Bürgermeister. Ja. Da müssen wir doch alle hin und deswegen, ja, ich denke, es ist besser, wenn wir die Ernte verschieben. Okay, dann fahre ich wieder zum Hof. Ja, ich denke, es würde erst was gegen heute Mittag werden. Ja, wo ist das eigentlich? Wo Na, ist mein Bürgermeister? Hat er doch in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Nichts bekommen. Ja gut. Dann schreibt er ihm das noch einmal. Aber wir müssen jetzt. Oh Gott, wir müssen jetzt echt pünktlich sein. Ja, wiederhören. Tschüss. Oha. Nein. Oha. Oh. In 3 Minuten müssen wir so da sein. Ich mache hier gerade mein Deutz kaputt. Oh ja, schön die Reifen. Um die Reifen geht's mir nicht. Es geht um Lack. So. So, und du fährst nicht das Auto. Ja, hab ich schon auf den Beifahrersitz gesetzt. Ab nach hinten. Kinder gehören nach hinten. Also nach hinten setzen, bitte. Setz dich nach hinten. Kann das wechseln? N. Oh ja. Nochmal. So. Schön Loll. Hinten sitzen. Ja, mach ich doch. Gut. Wir sind schon 1 Minute zu spät. Ja, super. Das haben wir ja wieder toll hingekriegt, ja. Wer war denn wieder zu spät, hä? Du. Ich nicht. Nee, nicht meine Schuld. Ja, das werden wir sehen. Oh je. Oh je. Oh, zu spät. Zu schnell gewesen.
Fahrkunst ist Beste hier wieder von mir. Hallihallo. Herr Meier, guten Morgen. Aber von Pünktlichkeit haben Sie noch nicht gehört, oder? Naja, es war Stau gewesen. Ja, ich bin die gleiche Strecke gefahren, aber kein Stau. Man hat mich geblitzt, da musste ich anhalten. Ja, gut, okay. Bitte die Abstandsregelung einhalten, 1,50 Abstand. Ja. Gerade in schweren Zeiten muss Abstand eingehalten werden. Sehen wir die anderen eintrudeln? Oh, da ist ja noch einer. Oh. Hallo, Herr Hofmeier. Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Berger. Ach, Herr Berger auch schon da. Hallöchen. Fehlt jetzt noch irgendjemand? Ja, ne? Ja, Luca fehlt doch noch. Ja, der ist auch schon da. Nö, wir sind alle. Gut, ja. Ja. Dann fangen wir an. Bitte die Abstandsregelung einhalten, 1,50 Abstand. Ich bitte drum. Ja, jeder nimmt sich einen Tisch, würde ich sagen. Ich geh genau. Gut, grüße aber Sie hier. Moment, Luca ist wirklich nicht da. Ja, ich hab doch gerade gesagt, wie viel. Wo ist er denn? Ich bin gleich da. Ach, der kommt, der telefoniert hier noch mit uns. Oh, das wäre eine Fahrt. Also, Herr Berger, das haben Sie hoffentlich mitbekommen, ja? Das, also. Ja. Genau. Da werde ich bitte nochmal mit dem. Ich laufe. Ach, sie laufen. Ach so, ja. Ja, das ist aber trotzdem. Was kann ich nochmal in mein Gebäude gehen, ja. Schon Herr Bürgermeister, wie sieht's aus mit dem, wie sieht's aus mit dem kühlen Bier? Sie müssen heute noch arbeiten. Ja, ich und halt, Auto fahren. Ich muss mir doch aber den Tag schön saufen. Ich muss mir aber den Tag schön saufen. Ja. Fängt schon gut an. Ich kenne sie alle hier noch nicht mal ganz groß und dann fängt das so schon an. Macht ein gutes Bild. Ja, das, ja. Ja, nun was? Der ist noch nicht da. Ich bin eine Straße davor. Ich bin. Kann ich wenigstens ein Eis bekommen? Ich habe jetzt, glaube ich. Ach, da kommt er ja. Ein Eis würde ich ganz gerne bekommen wollen. Müssen Sie darüber ins Kaffee gehen? Ja, gute Idee. Wir hatten erst eine Cafeteria ausgemacht, aber sie wollten das ja verschieben, das Ganze hierher. Ja. Cafeteria war zu teuer, nicht wahr? Oh. Richtig. Gut, auch nochmal für Sie herzlich willkommen. Ich begrüße euch in der Stadt Stappenbach und ich hoffe, euch wünsche euch ein gutes Gelingen. Ich sage gleich mal das Negative. Ich hoffe, es hat keiner von euch irgendwelche Chemikalien auf dem Hof, weil diese sind hier verboten. Wir wollen hier in einer Bio-Landwirtschaft leben. Herr Grünfeld, 1,50 Abstand. Versteckschalte das ganze Ding. Herr Grünfeld! Ja, es ist ja in Ordnung, Mensch. Herr Berger, können Sie dann bitte mal bei Betrieb Grünfeld mal vorbeischauen? Ist nicht nötig. Ob alles nach rechtens ist. Wissen Sie, ich habe vergessen. Ja, das mache ich. Ich habe vergessen, meine Mikrowelle auszuschalten. Ich gehe mal zu Ihnen. Ja, bleiben Sie mal bitte hier. Ich bin noch nie fertig. Ich will aber meine Mikrowelle noch ausschalten. Des Weiteren, wenn ihr irgendwelche Fragen hier habt, wenn ihr irgendwas nicht findet, wenn ihr Wiesen oder... Ja, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Darf ich meine Mikrowelle ausschalten gehen? Nein. Da sehen Sie gleich mal einen Feuerwehreinsatz vor. Oh mein Gott. Den Sie aus eigener Tasche bezahlen. Da vorne brennt's. Mein Haus. Ja, ich sehe es. Nee, wirklich jetzt. Schauen Sie... Oh mein Gott.
Ich rufe jetzt schnell die Feuerwehr. Machen Sie das. Ja, wie das weitergeht mit diesem Gespräch und der Feuerwehr, das seht ihr nächste Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und auch ein Abo, um nichts zu verpassen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.